Aktion seit vielen, vielen Jahren, wenn man kann sagen, seit Jahrzehnten, und ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie das war, als ich da im Jahre 2005 dann Minister für Bau und Verkehr wurde. Ich habe nämlich in der ersten Personalversammlung gesagt, wir werden sicherlich nicht alles anders machen. Und zu den Bereichen, die wir nicht anders gemacht haben, gehörte auch die Stadtentwicklungspolitik. Und darum, ich habe das in Zürich mehrfach ausgetauscht, auch an anderer Stelle, kann ich sicherlich sagen, stehe ich da ein ganz klein wenig in der Tradition und in der Kontinuität dessen, was Christoph Zöbel als Städtebauminister in Nordrhein-Westfalen einmal auf den Weg gebracht hat. Und ich bin froh, dass das bis heute im Übrigen so ist. Ich würde mir heute vielleicht etwas mehr Engagement und etwas mehr Enthusiasmus wünschen bei denjenigen, die da Stadtentwicklungspolitik in Nordrhein-Westfalen betreiben. Aber politische haben wir jetzt da nie gestritten. Und wenn die Stadtentwicklungspolitik Nordrhein-Westfalen aber auf Bundesebene einen ganz besonders guten Ruf hat, dann hängt das wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir eine Kontinuität über viele, viele Jahre hinweg hatten und viele Projekte, die auf Bundesebene aufgelegt wurden, ihren Ursprung hier in Nordrhein-Westfalen. Und dann würde ich ein zweites gerne sagen, als im Übrigen gebürtiger Baden. Also die ersten drei oder vier Jahre meines Lebens habe ich in dieser Stadt verbracht, weil meine Mutter aus Ruhestand irgendwann im Hospital gefunden hat. Als die Jugendschutzkämpfer anrief und sagte, wir haben da ein Kleingut und wir wissen in der Stadt nicht so recht, was wir damit anfangen wollen. Wir haben da ein architektonisches Juwel, das in die Jahre gekommen ist. Man hat eine ganze Zeit lang auch versäumt, die Schule ordentlich zu unterhalten. Kommt doch mal dabei, guck dir das mal an, lass uns mal überlegen, was wir damit machen. Und ich werde mich immer daran erinnern, wie das war, als ich zum ersten Mal in diese Schule kam und eine Idee verwirklicht sah, die man uns in Gelsenkirchen in den 90er Jahren als etwas ganz, ganz Wegweisendes verkauft hat, mit dem Bau der evangelischen Gesamtschule. Und ich weiß nicht, wer diese Schule von Ihnen kennt, der wird sofort sehen, dass es quasi identisch ist mit dieser Scharnum-Schule hier in Mahl, nur dass diese Schule hier schon über 40 Jahre älter war. Das heißt, Scharnum, die Ideen, die in den 90er Jahren immer noch aktuell waren, Demokratisierung von Schulen, Öffnung von Schulen, durch die Sprache der Architektur, die in den 50er Jahren schon verwendet wurde. Und da war für mich sofort klar, da müssen wir was tun. Und ich weiß, wie das mit Städten ist, die etwas klein sind. Und ich möchte vielleicht von meiner Vorrednerin anknüpfen, große Ideen sind noch nie an deren Portemonnaie gescheitert, sondern große Ideen sind immer an deren Köpfen gescheitert. Und ein voller Kopf gute Ideen sind die, die wir hier an deren Portemonnaie. Dann haben wir es hinbekommen, gemeinsam mit der Stadt. Gemeinsam auch vor allem mit einer engagierten Bürgerschaft, diese Schule nicht nur aufzuwerten, nicht nur auf Dauer zu erhalten, nicht nur zu sanieren, sondern das Allerwichtigste ist, wieder mit Leben zu füllen. Denn das war ja auch eine der Ideen von Scharnum, der Architektur, wenn ich das richtig verstanden habe, immer als Hülle gesehen hat. Und das eigentlich Wichtige an Architektur, das ist, wie diese Hülle nach dem Leben gefüllt wird. Die Menschen, diese Schule belegen, nicht nur in den paar Stunden, in denen man unterrichtet, nicht nur in den paar Stunden am Nachmittag, in denen die Musikschule dort die unterschiedlichen Kurse anbietet, sondern im Grunde genommen die Schule öffnet zum Stadtteil hin, das, was wir in den letzten Jahren als Gestaltung und Öffnung von Schule bezeichnet haben, als neues Konzept verkauft haben, im Grunde genommen schon hier in den 50er Jahren einmal verwendet. Das ist ja noch ein Grund, warum ich gerne gesagt habe, wir müssen da helfen und wir müssen da die Stadt Mahl unterstützen. Das, was hier in den 50er Jahren in dieser Stadt stattfand, war schon etwas Avantgardistisches, es war etwas Mutiges. Denn neue Wege in der Stadtgestaltung zu gehen, neue Wege zu gehen in einer Zeit, in der ja, der eine oder andere vielleicht auch die gute alte Zeit verschoben hat. Das ist ja heute auch so. Das war schon verdammt mutig und ich finde, dieser Mut durfte nicht nur damals in den 50er Jahren belohnt werden, sondern musste auch 50 Jahre später bei der Sanierung und beim letztendlichen Erhalt dieser Schule noch einmal honoriert werden. Denn wer sich heute diese Schule anschaut, die immer noch modern wird, die immer noch avantgardistisch wird, der wird sich vorstellen können, wie das vor 50 Jahren war, als die Stadtväter in Mahl, die Stadtmütter in Mahl, den Mut hatten, einen solchen Architekturentwurf tatsächlich in die Zeit zu setzen. Und
Und da gibt es vielleicht auch eine kleine Parallele zu meiner Heimatstadt, Geburtsstadt Malmer, Heimatstadt Gelsenkirchen. Denn wenn Sie das Musiktheater in der 40 in Gelsenkirchen anschauen, das war zum Beispiel Zeitpunkt ein avantgardistischer Bau. Und auch damals war meine Heimatstadt Gelsenkirchen ganz, ganz mutig, indem sie einen solchen Bau verwirklicht hat, einen Theaterbau, der für mich hier zu den schönsten Nachkriegsbauten in Deutschland zählt und der eben nicht mehr viel gemein hat mit dem klassischen Theaterbau, wie er in den Vorkriegsjahren geschah. Und ich glaube, dass solche Architekturimpulse etwas ganz, ganz Wichtiges für die Entwicklung einer Stadt sind, denn sie sind es, die einer Stadt ein Gesicht verleihen. Und eine Stadt braucht ein Gesicht, damit sich die Menschen in einer Stadt wohlfühlen, damit die Menschen sich mit einer Stadt identifizieren. Das fällt zwar manchmal schwer und auch nicht alles, was damals im Zuge der Modernisierung einer Stadt gebaut wurde, ist etwas, worauf man dann vielleicht 50 Jahre später noch Schulden zahlt. Als gerade das Stichwort Bulten-Wagenrecht gefallen ist, erinnert sich mich daran, dass ich meine Abiturklausuren in Geografie über just diese Stadt Wagenrecht, diese Stadt, die auf dem Reißbrett entstand, geschrieben habe. Das war 1986, noch gar nicht ganz lange. Und 1986 war das noch das Musterbeispiel für moderne Stadtplanung. Und es war schon ein bewegender Moment für mich, als ich danach als Städtebauminister mitbewegen konnte, um Teil dieser neuen Stadt Bulten-Wagenberg wieder zurückzubauen. Weil man gesehen hat, dass auch das ein oder andere Experiment nicht funktioniert hat. Dass Modernität nicht ausschließlich etwas Gutes sein kann, aber doch etwas Gutes sein kann, wenn es eine gute Qualität hat. Und die Scharnhutschule ist von einer, wie ich finde, außergewöhnlichen Qualität, von einer, heute kann man schon fast sagen, zeitlosen Qualität. Das, was damals modern war, ist heute noch modern. Und darum bin ich froh, dass es einer großen Kraftanstrengung gelungen ist, zwischen Stadt, Land und vor allem der Bürgerschaft diese Schule nicht nur zu erhalten, sondern mit Leben zu erfüllen. Und ich kann auch all denjenigen, die sich da damals engagiert haben, die sich auch im Initiativkreis Scharnhutschule mit engagiert haben, zurufen, engagieren Sie sich weiter für Ihre Stadt. Denn das Wertvollste, was eine Stadt hat, das ist eine aktive Bürgerschaft. Das ist eine Bürgerschaft, die sich einmischt und die mitmachen will und die nicht einigen Wegen die äußere Gestaltung und auch die innere Gestaltung eines Stadtlebens verlässt. Eine Stadt wird nur dann leben können, wenn es Menschen gibt, die die Erde aufhören und sagen, wir machen da mit, wir mischen uns ein. Und da muss man gar kein Fachwissen mitbringen, sondern da muss man schlicht sagen, ich liebe diese Stadt und ich möchte mich für meine Stadt so einsetzen, dass es Lebens- und Lebenswert in dieser Stadt zugeht. Und wenn da jeder einen kleinen Beitrag leistet, an welcher Stelle auch immer, ob das in der Architektur ist, ob das in der stadtplanerischen Gestaltung einer Stadt ist, ob das im kulturellen Leben ist, ob das im sozialen ist, dann ist auch die Frage der Städte mit großen Herausforderungen, wie den Umbrüchen, die wir derzeit gerade hier im Ruhrgebiet erleben, umgehen. Denn dann wird es gelingen, dass eine Stadt sich wieder auf das Wesentliche konzentriert. Und das Wesentliche einer Stadt ist ja, dass man sich zusammengeschlossen hat, um gemeinsam einen Mehrwert zu erreichen. Und diesen Mehrwert, den sieht man an vielen Stellen und darum freue ich mich, dass es in Mal so weitergeht, dass man in einer guten Tradition auch nach den 50er Jahren hier steht und dass man sich aufmacht, das Gesicht dieser Stadt weiter zu verändern, das, was erhaltenswert ist, zu erhalten, aber auch aus den Fehlern der Vergangenheit Stück für Stück zu lernen. Und darum rufe ich Ihnen als Nachbar einfach nur zu, alles erdenklich Gute für Sie hier in Mal. Machen Sie weiter was aus meiner Geburtsstadt. Ich habe im Moment nicht mehr so die Möglichkeiten zu helfen, wie das damals bei der Scharnhutschule und bei der Gartenstadt und an anderen Stellen im Projektbereich der sozialen Stadt möglich gewesen ist. Aber vielleicht gibt es ja wieder mal.